Willkommen zurück zu Miitopia. Falls mich ein bisschen anders anhören sollte, liegt es daran, dass mein Zimmer ein bisschen geräumiger ist. Also sorry für die Audioqualität. Wir sind hier stehen geblieben in der letzten Folge. In dieser neuen Wolkenstadt oder wo wir auch immer sind. Und nein, ich habe nachgeguckt, das hier ist nicht die After-Story. Ich dachte, es wäre es, aber nein. Wir haben ja noch einen weiteren Boss als Gegner, ne? Den noch dunklen Fürsten. Und ja, auf den müssen wir jetzt drauf gehen. So, und egal wie sehr ich mir überlegen wollen würde, wer hier alles in die Stadt reinkommt, ihr werdet sehen, alle Charakter sind immer random, wenn man das Spiel neu startet. Also die sehen immer behindert aus. Was man auch tut, es bringt nichts. Man kann die ganze Zeit aus- und anmachen und hoffen, dass irgendwelche Charaktere mal gut aussehen. Aber ganz ehrlich, darauf habe ich keine Lust. Naja, reden wir jetzt einfach mit denen. Werkelnder Priester, Overseer. Was so ein Auge. Oh, es ist so schrecklich. Es muss etwas geschehen und zwar schnell. Der Schneemann des Schreckens randaliert auf den Puderhöhen. Dort herrscht große Gefahr. Ich will allen helfen, die dem Schneemann ausgesetzt sind. Aber ganz allein kann ich noch nichts machen. Willst du mir helfen? Auf geht's, Quest von Overseer. Besieg den Schneemann des Schreckens. Eisige Weite. Ich lehne erstmal kurz ab. Ach, wirklich verstehe, ne? Das ist okay. Da muss ich allein. Uah. Level 15. Sind wir schon Level 50? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, welches jetzt eins annehme. Ob ich das andere noch annehmen kann, wisst ihr? Was mit dir, Isaac? Grübelforscher Isaac. Also gut. Das könnte meine große Chance sein. Mit ein bisschen Hilfe kann ich es schaffen. Isaac, das war echt heldenhaft. Gibst du mir ein Autogramm? Das werden meine begeisterten Fans sagen. Aber aller berechtigten Euphorie werde ich mich ganz bescheiden geben. Wie lange stehst du denn schon hier? Ich bin's, Isaac, Grübel und Forscher, du kennst mich ja schon. Ich habe eine tolle Info für dich. Nur für dich. Im Elfenreich gibt es einen See voller Lotus. In dem See treiben sich auch Unmengen seltener Monster herum. Es lohnt sich, diese zu besiegen. Dadurch kann man ganz außergewöhnliche Kräfte entwickeln. Wie würde es dir gefallen, diesem Lotussee einen Besuch abzustatten? Hör mal, der Lotussee ist die Heimat seltener Monster. Okay. Können wir auf jeden Fall machen. Ihr seht, man muss erstmal die Quests hier alle machen, weil Spiel sagt das so. Ja. Random NPC, singende Magierin Rosalina. Ja, die Mies habe ich wie gesagt nicht ausgedacht, die sind nicht in meiner Story. Die sind einfach irgendwelche random Dudes, die irgendwas sagen hier. Eine singende Magierin sagt zum Beispiel... Was sollte das heißen, als man mir sagte, ich sei stockstur? Vollkommen möglich! Ich bin doch nicht niemals! Ich bin nicht stur, hab doch keine Spur von stur! Okay, random Dude. Sportliche Diebin. Diese Stadt ist faszinierend, oder? Eine echte Metropole. Ich komme vom Land. Passe ich hier eigentlich hin oder mache ich mir da zu viele Sorgen? Tja, keine Ahnung. Ich glaube, hier passt niemand wirklich hin, um ehrlich zu sein. Disco-Katze. Miau. Ja, das war sehr hilfreich. Dankeschön. Du 17. Das ist der schwerste sportlicher Koch, Batman. Hey, du da, alles frisch. Ich bin Batman. Hast du schon mal von den Hamburgern gehört? In was zum Geier ist man diese Dinge angeblich? Ihr Geschmack soll völlig anders sein als alles, was man hier gekostet hat. Als Koch muss ich das zumindest einmal in den Hamburger reinpressen. Also verstehst du? Ja, ich möchte jetzt dahin. So ist mir doch, oder? Ich geb doch ein bisschen Geld, okay? Alles klar. Level 12, da hinten der 17, das ist 15. Okay, fangen wir mit Isaac an. Das Einfachste zuerst und dann zum Schwersten zuletzt. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Gibt Isaac uns überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Nö, gibt uns gar nichts. Okay. Wir nehmen sie trotzdem an. Wunderbar, ja, kriegen wir den gleich auf der See. Den See auf der Karte, meine ich. Ich werde mich selbst nicht an der Aktion beteiligen. Ich hätte sowieso keine Chance gegen die Monster. Okay. Wenn ich jetzt zu jemand anderen gehe und sage, yo, ich will deine Quest annehmen, was passiert dann? Kann ich das machen? Annehmen. Ah, willst du eine Quest abbrechen? Okay. Okay, gut zu wissen. Also ich kann nur eine annehmen immer. Gut, dann machen wir doch erstmal die von Isaac, wo auch immer die ist. Jo, bis später, Bab.
die ist hier unten im Elfenreich. Aber ich habe schon gesehen, man kann ja überall lang. Nur nicht da oben in diesen Wolken rein. Da ist bestimmt noch irgendwas Riesiges, wo wir am Ende hinkommen müssen. Und sorry für die Background-Geräusche. Wie gesagt, meine Audio wird in den nächsten paar Folgen nicht so gut sein. Aber da kann ich nichts machen. Und ich will jetzt nicht ein paar Wochen lang keine Videos machen, nur weil ich am Umziehen bin. Da habe ich gar keinen Bock. Ich will schon weiterspielen. So schlimm ist es jetzt auch nicht, glaube ich. Puderhöhen und Watzumgeier. Die beiden Gebiete wollen wir auch noch machen, laut Quests. Aber wir sollen erstmal zurück zum Elfenreich aus irgendeinem Grund. Hier gibt es nämlich irgendwo einen geheimen Ort mit Monstern. Dominik steht einfach rum. Okay, cool. Wo gibt's denn hier Monster? Irgendwo hier rechts. Hier? Achso, hier drinne. Okay, wo? Direkt am Anfang. Okay. Na, let's go. Ah, das ist noch ein Level. Oh Gott. Ach Gott. Wie riesig ist das? Ziemlich riesig, glaube ich. Oder sind alles nur Bonus-Level mit ein paar Bonus-Gegnern? Das kann natürlich auch sein. Kann ich mir gut vorstellen. Wow! Hä, da war ein neues Symbol. So ein Auge. Okay. Explosion! Ihr könnt gar nichts! Bam! Haha. Ja, wir sind eigentlich viel zu OP für dieses Spiel, ne? Sind wir überhaupt Level 15? Ich weiß es gar nicht. Miau, miau. Okay. Verstehe ich es nicht, aber war bestimmt mega funny. Haha, wir haben alle gelacht. Ja, da ist schon wieder dieses Auge. Was bedeutet das? Ich glaube, das bedeutet einfach nur, dass wir jetzt den dunklen Fürsten besiegt haben und mehr nicht. Aber vielleicht steckt da ja mehr hinter. Doch, wir sind schon alle Level 15. Ich wollte mich schon fragen, hä? Ich konnte mich doch daran erinnern, dass wir Level 15 gelevelt haben. Oh, Törtchen. Die sind immer sehr, sehr gut. Die sind immer sehr gut. Yeah. Der dunkle Fürst, komm mal, der ist Geschichte. Aber so richtig Grund zum Feiern haben wir nicht. Ulva. Jetzt hat sie den großen Weißen die Water erwischt. Kaum zu fassen, dass er zu einem noch dunkleren Fürsten geworden ist. Und das alles nur, um mich zu retten. Hey Mike, zerbrich dir nicht zu sehr den Kopf deswegen. Dann gehen wir als nächstes halt kurz die Water retten. Genau, das biegen wir schon wieder hin. Ja. Danke, Leute. Das machen wir. Jetzt gehen wir hin. Dann ist es beschlossene Sache. Verfolgen wir den dunklen Fürsten. Ja, der große Weise hat uns geholfen. Jetzt helfen wir ihm. Und damit stellen wir ihn für alle Mal den Frieden in Mythopia wieder her. Auf den Anfang eines weiteren Abenteuers. Zum Wohl. Ja, dieses Abenteuer geht dann erst so richtig in der nächsten Folge los, glaube ich. Der Katalog ist angekommen. Um in ihn zu stöbern, rufe das Menü mit X auf. Sicher, dass wir nicht in der Story sind? Was? Katalog? What's that? Verwende den Katalog, um Waffen und Kleider deiner Wahl zu bestellen. Immer wenn du ein neues Teil aus einer Schatztruhe birgst oder erhältst, wird der Katalog entsprechend aktualisiert. Bestellst du das Item dann aus dem Katalog, kannst du deinem ganzen Team eine einheitliche Ausrüstung spendieren. What? Also kann ich jetzt das Stärkste... Nee. Die besten Sachen habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Verstehe ich noch nicht ganz... Aber ist bestimmt für später oder so wichtig. Keine Ahnung, bestimmt. Ja, bestimmt ist es wichtig noch. Für irgendwann. Tänzerrobe. Ich habe gar kein Geld mehr, merke ich gerade. China-Kleid. Nach dem Team schauen, wieso? Ach so, das Pferd. Ja, voll vergessen. Ja, das Pferd wird sich auch bald noch ändern. Aber da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Da-da-da-da. Yay! Also nicht mehr in dieser Folge. Ultima Tesse, Sternchen, Sternchen. Wie du siehst, siehst du hier nur noch den Glanz totaler Perfektion.
okay. Das perfekte Essen. Ja, ist ganz okay. Gibt Besseres. Torte mag ich nicht. Eher nur so, hä? Die ja nur so, hä? Sie nur so, okay. Oh, ist nicht so gut. Nom nom nom. Okay, was habe ich denn alles noch? Wer hat noch nicht probiert? Du hast noch nicht probiert. Wie kannst du die Felsenschoki noch nicht probiert haben? Guck, du magst sie sogar. Dann ess sie. Dann ess sie doch. Damit sie alle weg sind. Alle mögen sie. Hier in der Reihe. Wen gebe ich denn MP und Magie? Du könntest es, glaube ich, gebrauchen. Zack. Und ich kann es einfach allen geben, merke ich gerade. Es würde funktionieren. Mache ich das, glaube ich. Zack, zack. Dlim. Dann euch noch. Also dir halt noch. Ja, ich bin mir bei dem Essen nie sicher, ob ich das offscreen oder onscreen machen möchte, weil ich möchte eigentlich schon zeigen, wer was mag, weil es könnte halt manchmal lustig werden. Lecker Schenkel. Ja, aber zum Teil kann ich es auch gut verstehen, wenn Leute sich denken, boah, ey, voll langweilig, mach doch mal irgendwas Richtiges und gib nicht die ganze Zeit Essen die ganze Folge lang. Kann ich auch nachvollziehen. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, genau. Plopp. Ich kann, glaube ich, jetzt sowieso nichts mehr verteilen. Doch, du kannst sowas essen. Ja, dir gefällt das sogar. Okay, reicht. Reicht, reicht. Ja, auf Spielhalle oder Ausflüge. Ihr wisst, ich habe darauf nicht so viel Bock. Level 17, 15, 15, 15. Lass mal die unterlevelt sind, reintun, würde ich sagen. Das heißt, Danny darf rein, Freddy darf rein und Miku. Nee, oh Gott, die beiden sind aber auch noch so underlevelt. Lass mal erstmal alle Mitglieder, alle Teammates auf 15 bringen, ja. Das, glaube ich, wäre eine ziemlich gute Idee. Ich wechsle so hin und her immer wieder. Ja. Erstmal gegen den Goldploing hier. Ich glaube, dieser Bonusort hier ist wirklich auch nur Bonus und mehr nicht. Einfach nur ein bisschen Geld abzusacken und das war's halt auf jeden Fall. Gut, für mehr ist dieser Ort sowieso nicht. Bam. Easy, easy peasy. Kostenlose 2000 Gold. 1000. Nice. Okay. Dann hier oben ist noch ein Level. Das führt zu den anderen beiden hoffentlich. Let's go. Wir vier zusammen. Wir kriegen das hin. Ich glaube an uns. Oh, zwei Wege. Nein. Ich das hasse. Ja, was soll man machen? Nichts. Richtig. Man kann nichts gegen machen. Nassploying habe ich ja auch noch nie gesehen. Was ist ein Nassploying? Nur ein riesiges Auge. Bam. Findet ihr das übrigens auch seltsam? Oh, hat er für viel Damage gemacht. Findet ihr das auch seltsam, dass man meisten Gegner nicht ein richtiges Gesicht haben, sondern so aus so Einzelteilen aus einem Gesicht bestehen? Und dann wird das gesagt, Gesicht gerettet. Schon irgendwie weird. Wo sind die anderen Teile des Gesichts? Hat er nur die einzelnen Teile dort genommen, der Böse, oder hat er vielleicht da noch mehr gemacht? Ich habe keine Ahnung, ey, weiß ich noch nicht. So seltsam. Ich verstehe das nicht. Dum, 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 dum. Ja, auf jeden Fall in dieser Folge will ich diesen Ort abschließen, damit wir in der nächsten Folge anfangen können mit neuem Gameplay-Stuff. Das Ende, diese beiden Gebiete und vielleicht sogar noch dieses riesige Wolkengebiet dort oben. Da kommen wir bestimmt auch noch hin, wenn wir die anderen beiden haben. Bestimmt. Ich vermute mal, das wird dann das Ende sein von der Main Story, der Main Story. Das ist jetzt hier die Zwischenstory. Nach der Main Story, aber noch vor der After Story. So sehe ich das gerade. Level up für Danny. Aber leider lernt er nichts. Schade. So, Freddy kann wieder raus aus dem Team, denn er ist nun Level 15. Und er lernt Gourmet-Snack. Stelle mit speziell zubereitetem Essen reichlich HP wieder her. Okay, das ist richtig gut. Schön, dass wir das erlernt haben. Was passiert jetzt? Truhe. HP-Banane. Super. Und jetzt Ende, please.
Nicht noch Gegner. Kein Bock auf Gegner, bitte nicht. Ich will zum Ende. Sieht schön aus. Ja, hier ist das Ende. Sieht schön aus. Saus. Yeah, ihr liebt euch. Küsschen, Küsschen, Spaß. Hier unten. Was ist mit euch los? Oh, ein Geschenk. Ein Geschenk für Bunny von Jesus. Oh mein Gott, es ist ein Neuwagen. Wow. Ja, bei Bunny ist noch gar nicht 18. Wieso kriegt ihr schon einen Wagen? Für später. Aber mich macht das traurig. Immer nur sie. Warum gibst du mir nicht Jesus? Ach man, ihr Bild von mir krass sah nicht so aus. Meine Güte. Was soll denn der Schmutz? Billardpanzer. China-Kleid. Heilige Glocke. Reporter-Mikro. Tarnrüstung. Maskenkittel. Din. Ich habe kein Geld, ist das Problem, ne? Ich habe halt kein Geld für die alle. Kann ich irgendwas leisten? Ich kann das China-Kleid leisten. Hol ich sie einfach mal, weil, keine Ahnung, ich würde irgendwas kaufen jetzt. Damit die Sets besser sind. Und ein paar Punkte. Nicht wirklich nennenswert eigentlich, aber okay. So. Lass mal sehen. Freddy, du gehst wieder raus, denn du bist jetzt Level 15. Und dafür kommt Young Mike rein. Ja, genau. 12 Kleider gesammelt. Juhu. So, und jetzt? Was? Okay, also links und rechts. Also hier rechts ist noch ein Bonuslevel. Um zum anderen Typen dazu kommen. Oder wir machen direkt das, was gewollt ist. Aber ich glaube, ich mache erstmal hier den anderen Weg. Bis gleich. Kiste! Oh, richtig viel Essen. War wirklich richtig viel Essen, war das. Kommt hier kein Gegner mehr? Doch, ein Gegner kommt hier noch. Okay. Wow! Schön. Blablab. Bliblablub. Blablab. Wollt noch irgendwas sagen? Nein? Gut, dann machen wir weiter. Let's go. So, ich habe das Level nochmal gemacht. Mit dem anderen Weg. Ihr habt's gesehen. Super. Toll. So, hier haben wir noch einen Ploing. Den besiegen wir erstmal und dann machen wir uns das rechte Level. Um zu diesem silbernen Ploing zu kommen. Miam-Ploings sind für Essen, soweit ich nicht dumm bin. So, auch wenn ich es irgendwie mehr oder weniger bin. Lul. Bam, bye bye. Die leben noch. Okay, zwei davon nicht mehr. Der letzte nun auch nicht mehr. Schön. So soll das aussehen. Bam. Und wie viel Essen geben die uns? 3 Ploing-Wurzeln, wovon 2 besser sind als das eine. Okay. So, jetzt hier in dieses neue Level rein. Und natürlich hat das auch wieder gesplittene Wege. Natürlich hat es das. Natürlich. Och, ich könnte mich da noch mehr drüber aufregen, als ich jetzt schon tue. Aber ich versuche es in Grenzen zu halten. Ja. Hopp. Au. Bam. Bam, bam. Yay. Commentary. Einzelne Wörter sagen. Boah, das ist voll krass. Hey, was sollte das denn? Ja, ich bin zwar fast tot, aber I don't care. Wir machen die jetzt One-Hit. Bam, bye, bye. Der lebt noch. Oh. Okay, geht auf Danny. Die machen aber richtig viel Damage, diese Wasserviecher. Die machen wirklich richtig viel Damage. Krass. Nicht so gut. Aber was gut ist, ist, dass Young Mike ein Level bekommen hat. Und ich da. Oh, wie viel Bonuserfahrung. Du. Können das eigentlich alle gebrauchen. Vor allem, ich bin auch schon fast Level 18. Das ist auch ziemlich gut. Ja. Ich werde immer am meisten gelevelt sein. Ich will was über Magier fragen. Könnt ihr wirklich auf Besen reiten? Nein, Quark. Aber Kern können wir damit sehr gut. Können damit nicht auf Besen reiten? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ach, noch ein gesplittener Weg. Was soll das? Das Spiel will mich mobben. Kiste.
Super. Und sowas darf ich dann immer reinschneiden, dann in den alternativen Wegen. Toll. Yay. Juhu, ich habe viele Leute gerettet. Jetzt kann ich 400 HP streuen. Yay. Super. Wir freuen uns natürlich alle. Ein Notfall! Young Mike hat sich eine Erkältung eingefangen. Puh. Das bedeutet, der kann nicht mitmachen. Oder was? Yay. Okay. Was wird... Young Mike kann so erkältet nicht losziehen. Wir müssen ihn hier lassen, bis er sich erholt. Dein Team muss fit sein, um sich im Kampf bewähren zu können. Ah, oh, das ist blöd, weil ich wollte ihn noch leveln. Dann Bunny passt du auf ihn auf. So, wir müssen uns hier vertragen. Mike, es war gemein, es tut mir leid. Ich möchte mich wieder vertragen. Ich auch! Yay! Super. So sollte jeder Streit enden. Der eine gibt nach, auch wenn er nichts falsch gemacht hat. Nee, wirklich, dieses hat eigentlich nichts falsch gemacht. Hat einfach nur Bunny ein Auto geschenkt, das war's. Zwei Level-Ups. Das ist ziemlich viel. Aber gut. So, führt uns das jetzt wirklich dorthin? Ach ja, warte, ich muss erstmal. Young Mike kann ich ja jetzt nicht mehr benutzen. Ja, hier. Kann ich nicht mehr benutzen. Da kann Bunny so lange rein. Warum nicht? Bunny muss auch noch ein bisschen leveln. Dann kommt halt Bunny zur Not rein. Und wisst ihr was? Wir machen den jetzt. Wir machen den jetzt und das Level mache ich dann danach offscreen. Ra-Ploing. Ist das ein mega seltener? Könnte sein. Setzen wir mal Hotte Hü ein und hoffen, dass das Ding damit down geht. Donnergeil. 6 Damage und das reicht? Hä? Egal, Level 18 für mich. What? Okay. Level up für Miku. Das ist auch Level 15. Und mal richtig viele Erfahrungspunkte für Bunny, damit sie auch Level 15 ist. Ach, damit haben wir 2 weitere Teammitglieder, die Level 15 sind. Das ist doch ziemlich nice. Geht's irgendwann wieder besser? Kann ich ihn wieder ins Team tun? Young Mike fühlt sich schon wieder besser. Ja, mir geht's gut. Yay! Jetzt bitte klatschen. Jetzt dürft ihr aufhören zu klatschen. So, jetzt können wir ihn wieder ins Team tun. So, und ihr beide fühlt euch ganz gut miteinander, ja? Denny kann schon mit Ferdemon leveln, der aber in der nächsten Folge nicht mehr Ferdemon sein wird. Denn er ist nicht mehr so böse, weil das Gebiet wird sich ja ein bisschen ändern. Größtenteils zum Kälteren. Ja. Blumenstrauß starb. Geil. Geil. Okay. So. Young Mike kommt auf jeden Fall noch rein und ja, wir können alle wieder nur auf Level 16 Level eigentlich, ne? Und dann kann ja Maike noch rein. Warum denn nicht? Richtig, es gibt keinen Grund, warum nicht. So, und die Folge wäre eigentlich schon vorbei, aber ist mir egal. Wir machen jetzt noch so lange, wie dieses Level dauert. Oh mein Gott. Auf geht's. Bosskampf gegen Rarest. Wir haben gerade gegen den Silberploing gekämpft. Das ist ein seltener Ploing. Das ist der seltenste Ploing. Also, da will ich ja nicht lange rumspaßen. Wenn der mir abhaut, dann heul ich rum. Also, komm, alle drauf da. Alle verrückt gehen. Drauf da.
Bam, bam. Oh mein Gott, wie viel Damage. Ja, die mini kleinen Dinger, die sind so egal. Ja, genau, rum. Genau. Zack. Und jetzt nur auf den mittleren konzentrieren. Bam. Bam. Krieg viel Damage. Aua, egal. Kack drauf. Bam. Ja, das war's. Ja. Okay. Cool. Wie viele Level-Ups waren das? Steigt um 3 Level. Hinterrücksangriff gelernt. Hinter einem Gegner verstecken und ihn überrumpeln. Großer Schaden. Auch 3 Level. Wartung gelernt. Eine Notwartung stellt einige HP wieder her. Braucht ihre Zeit. Yay, Young Mike kann nicht warten. Er ist geduldig. Ich war als Kind sehr ungeduldig. Sehr, sehr ungeduldig. Ja, jetzt hat er es gelernt. Und Doppelhieb gelernt. Entfeste 2 kräftige Hiebe hintereinander. Sei ein Pipi. Doppelhieb. Juhu, super. Du hast die Quest von Isaac abgeschlossen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann neue Gebiete, neue Quests und vielleicht noch mehr.